Wenn wir zum Arzt gehen, dann erzählen wir dort oft viele Dinge, die sehr privat sind, von denen wir nicht möchten, dass irgendwer anders das alles weiß. Egal, ob es nun um körperliche oder psychische Probleme geht. Aber es ist für Ärzte mittlerweile deutlich schwieriger geworden, all die Patientendaten gut zu schützen. Die Schwachstelle ist, dass die Technik heutzutage sehr angreifbar geworden ist. Also damals die Patientenakte nur auf Papier, die wurde in einen Schrank getan, abgeschlossen und dann war man sich relativ sicher. Heutzutage ist immer mehr auf dem Computer oder in der Kommunikation zwischen Computern. Und man kann manchmal mit sehr einfachen Mitteln doch dann an diese Daten rankommen. Eine relativ simple Möglichkeit, Daten auszuspionieren, ist ein sogenannter Keylogger. Ein solches Gerät ist frei verkäuflich, kann aber auch in Arztpraxen großen Schaden anrichten. Er sieht ganz unscheinbar aus, gut einen Zentimeter klein. Und doch, in Sicherheitskreisen macht er groß von sich reden, der sogenannte Keylogger. Ja, ein Keylogger gehört mit zu den gefährlichsten Bedrohungen, die wir dort haben, weil alles, was ich eingebe, einerseits aufgezeichnet wird, sprich Tastatureingaben einerseits, sprich Anmeldedaten zum Beispiel, Überweisungsdaten etc. pp., Texte, die ich schreibe. Der nicht genehmigte Einsatz solch eines Keyloggers verboten, sagt IT-Sicherheitsexperte Thomas Uhlemann. Wer an Daten kommen will, hat es einfach. Wenige Sekunden unbeobachtet warten im Arztzimmer reichen aus, um anschließend geheime Patientendaten abzugreifen. Man nimmt diesen Keylogger mit USB-Anschluss und Tastatur mit einem USB-Anschluss. Das wird verbunden. Und dann kann der Keylogger mit Tastatur an den Computer angeschlossen werden. Dann wird jeder Tastenanschlag aufgezeichnet, inklusive Krankheitsakten von potenziellen Nachbarn, Kollegen oder möglicherweise Prominenten. Der Keylogger schickt die Daten per E-Mail an den Angreifer. Es gibt welche, die einfach nur neugierig sind. Mal gucken, was der Nachbar so hat oder der, den man gerade im Wartezimmer kennengelernt hat. Bei Berühmtheiten natürlich auch. Was hat der für eine Krankheit? Wieso ist er hier in der Behandlung? Bis hin zu, dass natürlich auch das ein kommerzielles Interesse ist. Wenn entschieden werden soll, kann jemand zum Beispiel versichert werden. Oder wie wir das bei Politikern heutzutage mitbekommen, kann jemand ein verantwortungsvolles Amt ausüben, wenn bestimmte Vorerkrankungen da sind. Gerade in den USA haben wir schon viel gesehen, was dort im Bereich Healthcare gelaufen ist. Ist an Angriffen und was dort auch an Schaden erzeugt wurde. Ich denke, viele Trends kommen aus den USA zu uns rüber. Also die Angreifer in Deutschland oder die Cyberkriminellen haben das schon längst auf ihrer Liste. Leider eben die Ärzte nicht und da gilt es eben aufzuklären. Damit die Daten da bleiben, wo sie hingehören, auf den Rechnern der Ärzte. Aber immer mehr Ärzten hier im Land ist das Problem mit den sensiblen Daten bewusst. Und die unabhängige Landeszentrale für Datenschutz arbeitet auch gemeinsam mit der Ärztekammer daran, die Mediziner zum Beispiel in den Ärzteblättern aufzuklären und zu beraten, damit unsere privaten Informationen und Befunde auch privat bleiben. Und da hat sich inzwischen auch bei uns einiges getan, um den Schutz zu verbessern. Ein Patientengespräch im medizinischen Versorgungszentrum in Krempe. Drei Monate her angefangen. Ja. Musste ja aussetzen. Hier haben sie schon einiges für den Datenschutz getan. Erst wenn der Arzt sich seinem Computer mit den vertraulichen Patientendaten nähert, wird der automatisch entsperrt. Es ist so, dass jeder von uns, jeder der Mitarbeiter, letztendlich nur der Mitarbeiter, so einen Schlüssel bei sich trägt, entweder um den Hals herum, an einer Kette oder so wie ich jetzt in der Hosentasche. Und mit diesem PC-Log-System ist es möglich, über ein Empfangsgerät den Monitor zu entsperren, wenn ich in eine Reichweite von 30 cm gerate, und auch wieder zu sperren, indem ich diese Reichweite wieder verlasse, innerhalb von 6 Sekunden. So schafft Siegfried Bethke es, dass Patienten, die im Behandlungszimmer auf ihn warten, nicht auf die sensiblen Patientendaten zugreifen können. Ich glaube schon, dass der eine oder andere Patient sich da wirklich Gedanken macht, weil wir eben auch ein relativ junges Patientenklientel haben. Und auch viele dabei sind, die aus dem IT-Bereich kommen. So ist es ja auch hier bei uns gewesen, dass eben unser Patient letztendlich in diesem IT-Bereich sehr stark vertreten ist und wir erst durch ihn auf diese Idee gebracht wurden und uns dann auch stringent damit beschäftigt haben. Und deshalb lässt der Arzt sich jetzt von seinem Patienten beraten. Auch über die Gefahr eines Keyloggers an offenen USB-Schnittstellen. Denn bis vor kurzem war das auch in Bethkes Praxis noch eine Schwachstelle. Im Behandlungszimmer selber, wenn wir da den Keylogger in den USB-Port reinstecken würden,
sagen wir mal, vor 3 Wochen wäre das eine wunderbare Sache gewesen für den, der ihn reinsteckt. Mittlerweile ist es so, dass wir über verschiedene Tools, wie zum Beispiel auch ESET als Antivirus, damit verhindern können, dass dieser Keylogger überhaupt Daten mitschneidet. Der wird sozusagen geblockt. Doch zum Thema Datenschutz gehört noch mehr, sagt Ronny Hart. Im Falle eines Brandes Sicherheitskopien in einem anderen Abschnitt des Gebäudes, ein ständig besetzter Empfangsbereich, um unbefugten Zutritt zu verhindern und geschulte Mitarbeiter. Wir sagen den Unternehmen immer, sie können 1 Million investieren in Hardware und Software. Dann sind sie zwar von der Seite toll geschützt, aber wir, die wir vor der Maschine sind, das ist über 90%, wir sind der größte Gefahrenfaktor. Das ist sogar auch eine Verpflichtung, dass die Mitarbeiter auf Datenschutzdinge und Sicherheitsrisiken hingewiesen werden, weil das ja in ihrem normalen Aufgabenfeld liegt, in ihrer Tätigkeit dagegen vorzugehen. Genau das steht in den kommenden Wochen auch in der Praxis von Siegfried Bethke an. Er will seine Mitarbeiter in Sachen Datenschutz künftig immer auf dem neuesten Stand halten.